Herzlich willkommen zu diesem Mittagsgespräch, das federführend organisiert wird von der Stiftung Leben und Umwelt. Das ist die Heinrich-Böll-Stiftung in Niedersachsen. Und das Ganze bezieht sich, da kann ich jetzt auch nochmal Nick Reimer vorstellen, der mit mir zusammen hier in diesem Mittagsgespräch sitzt, bezieht sich auf dieses Buch, was Nick Reimer geschrieben hat, Deutschland 2050, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird. Das hat er zusammengeschrieben mit Thoralf Staudt. Jetzt beschäftigt sich damit, wie Deutschland, der Fokus liegt auf Deutschland, 2050 vermutlich aussehen wird. Für mich ist 2050 als Zeithorizont auch nochmal interessant, sich anzugucken, und ich glaube für alle anderen auch. Für mich ganz persönlich bedeutet 2050, das ist in ungefähr 30 Jahren. Da werde ich in Rente gehen, wenn das bei den bisherigen Bestimmungen bleibt, bei Rente mit 67. Wenn ich ungefähr 30 Jahre zurückrechne, da bin ich gerade in die Grundschule gekommen. Ist also auch eine Zeit, wenn ich zurückgucke, die ich mir ganz gut vorstellen kann. Aber diese Zeitspanne ist tatsächlich kompliziert, und auch können wir, da denke ich mal, werden wir auch gleich noch dazu kommen, dass das auch eine Schwierigkeit ist, die Politik hat und die aber auch Wissenschaft und Gesellschaft haben. Dieses Paradox, dass es das, was wir heute tun, wenn das erst in 30 Jahren wirksam wird, dass das schwierig zu fassen ist. Da ist die Hypothese oder die Annahme, mit der gearbeitet wird, das wird dann hier 2 Grad wärmer sein. Und es gibt viele Kapitel, die sich dem Ganzen sehr anschaulich widmen. Erstens, wie ist man zu diesen mittlerweile sehr verlässlichen Zahlen gekommen, dass man das vorausberechnen kann? Und dann auch, was heißt das? Wie wird sich unser Alltag, unsere Realität verändert haben? Es ist leider so, dass unser heutiges Tun sehr stark prägen wird, wie es nach 2050 weitergeht. Sehr illustres Beispiel ist der Permafrostboden, also die dauergefrorene Erde in Sibirien, in weiten Teilen Sibiriens, in Nordkanada, in Alaska. In diesem Boden sind doppelt so viel Treibhausgase eingefroren, wie heute in der Atmosphäre sind. Und das ist nun leider so, dass es in den nördlichen Breiten viel stärker wärmer wird als beispielsweise am Äquator. Das heißt, die Erderwärmung im hohen Norden, die zeigt sich heute schon sehr stark. Und das führt eben dazu, dass dieser Permafrostboden auftaut und diese Treibhausgase frei werden. Es gibt ein Institut in Potsdam, die haben berechnet, dass der Permafrost sich bereits um 100 Kilometer Richtung Norden zurückgezogen hat. Und es gibt ja mittlerweile immer mal wieder Bilder, wo so Häuser auseinanderbrechen oder Pipelines oder Straßen, die einfach auf dem dauergefrorenen Boden aufgebaut worden waren, weil man eben immer dachte, hier passiert sowieso nie was, hier brauchst du kein Fundament. Und das heißt im Umkehrschluss aber, dass an den Stellen die Treibhausgase frei werden. Und das zeigt eben, dass unser heutiges Tun sehr stark bestimmt, wie der Kanon in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, aber vor allen Dingen natürlich im nächsten, im übernächsten, wenn wir den Meeresspiegelanstieg uns angucken, im überübernächsten Jahrhundert aussehen wird. Es gab in diesem Sommer eine Studie, die hat sich mit dem Regenwald im Amazonasbecken befasst. Der Amazonas-Regenwald ist der größte CO2-Speicher der Welt. Und das erste Mal hat man jetzt festgestellt, dass dieser Wald mehr CO2 abgibt, als er aufnimmt. Das heißt, bislang hat uns dieser Wald immer geholfen beim weltweiten Klimaschutz. Er hat uns nämlich etwas von unseren Emissionen abgenommen. Plötzlich aber stößt dieser Wald zusätzlich Treibhausgase aus. Das heißt, wir müssen nicht nur mehr machen, sondern wir müssen doppelt mehr machen, weil diese negativen Effekte, die eben jetzt langsam umkippen, die kommen noch oben drauf, die kommen noch on top. Es ist völlig illusorisch zu glauben, dass es in Deutschland im Jahr 2030 noch Kohlekraftwerke geben kann. Wir müssen da viel, viel eher raus, weil wenn wir nicht aussteigen, ja, warum sollen es denn die Chinesen tun? Warum soll denn ein Land wie Ägypten auf Kohlekraft verzichten, wenn wir es nicht tun? Wir müssen Konzepte vorleben. Und im Falle des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes hat man ja gesehen, andere folgen dann.
Wenn man sich anguckt, wie die Chinesen mittlerweile in das Thema eingestiegen sind, das ist beachtlich. Eine grobe Einordnung des Ganzen, erstmal damit wir wissen, von welcher Perspektive wir uns das Ganze angucken. Eher positiv, eher negativ, eher skeptisch, der Blick auf den Koalitionsvertrag von Nick Reimer. Wir brauchen also neue politische Ansätze. Und die erste grüne Regierungsbeteiligung hat mich seinerzeit begeistert, weil es eben Ende der 90er Jahre neue Politikansätze gab. Ich erinnere an das Erneuerbare Energiengesetz. Ohne dieses kluge Gesetz hätten wir weltweit heute nicht die Chance, die Klimakrise einzudämmen. Einfach weil Solarenergie, Windenergie mittlerweile so billig geworden ist, dass es gar keinen Sinn mehr macht, ein Kohlekraftwerk zu bauen. Es gab also ein paar, der Atomausstieg nicht zu vergessen, es gab so ein paar neue politische Ideen und Visionen, wo man sagen konnte, hui, das vermisse ich diesmal völlig. Es gibt viele Wünsche, die alle Seiten in den Topf geworfen haben. Aber wie das finanziert werden soll, das ist völlig offen. Also ich bin eher skeptisch. Ich werde jetzt hier als grüne Landesvorsitzende in Niedersachsen auf jeden Fall nicht die Position einer Pressesprecherin der neuen Ampelregierung einnehmen, sondern ich werde da auch aus grüner Sicht natürlich auf das Ganze blicken. Und natürlich der sogenannte Disclaimer, das Ganze ist ein Koalitionsvertrag, den sich drei Parteien gegeben haben. Und Grüne sind in dieser Ampelkoalition leider nur mit einem Gewicht von 14,8% Wahlergebnis vertreten. Aber trotzdem finde ich, das ist schon mal ein Erfolg, dass dieses Erreichen der Klimaziele als oberste Priorität verankert ist. Und meine Herangehensweise an das Ganze wäre, dass sich daran natürlich der Koalitionsvertrag messen muss. Wir brauchen eine komplett andere Art, wie wir die Zukunft gestalten wollen. Ja? Also klimaneutral sich reinzuschreiben, das ist nett, aber das ist den Leuten, glaube ich, nicht klar, was das bedeutet. Das ist eben nicht damit getan, über Kohlekraftwerke zu streiten, sondern das ist so weitreichend für unser Leben, weil wirklich alle Bereiche, vom Frühaufstehen über das Kaffeetrinken bis zum Arbeitsplatz, alles hat mit Treibhausgasen zu tun. Das heißt, wir müssen alles auf den Prüfstand stellen. Und ich meine, wir reden jetzt seit 30 Jahren in Deutschland über Klimaschutz. Und jetzt wollen wir in den nächsten 25 Jahren klimaneutral werden. Das ist ja hübsch, sich ein 1,5-Grad-Ziel in den Koalitionsvertrag zu schreiben. Aber das klappt doch nur, wenn wir in China, wenn wir in Indien, wenn wir in Brasilien eine klimafreundliche Politik hinkriegen. Wir alleine, wir können dieses 1,5-Grad-Ziel überhaupt nicht schaffen. Und da ist der Ausbau, der massive Ausbau der erneuerbaren Energien halt eben die notwendige Bedingung und aber auch eine Chance, eine Herausforderung. Und da ist das Ziel im Koalitionsvertrag, 80% Erneuerbare bis 2030 zu schaffen. Es gibt die Berechnung, was, wenn man sich zum Beispiel das auf Windenergie anguckt, was das bedeuten würde. Das wären pro Woche 38 Windräder, die entstehen müssen, um das hinzubekommen bis 2030. Ich habe mir diesen Koalitionsvertrag auch kritisch angesehen, aber ich glaube, dass dieses Ziel da zu fixieren und auch zu sagen, wie das denn funktionieren soll, da gibt es ja Instrumente, die da verbessert werden müssen. Und das ist vor allen Dingen das Planungs- und Genehmigungsrecht zu vereinfachen. Das sind auch die Akteure, die die Energiewende von Anfang an vorangetrieben haben, eben die Bürgerenergieprojekte, dass die bei dem Ganzen auch weiter unterstützt und weiter gefördert werden müssen, weil das diejenigen sind, die aus voller Überzeugung hinter dem Ganzen stehen und dann eben diese schwierigen Projekte auch durchsetzen. Da sind wir vorangekommen, auch wenn das natürlich nicht alles löst. Und die Frage der Solardachpflicht, die ich auch für eine notwendige Bedingung halte, die wird auch etabliert im Koalitionsvertrag. Also die Bedingungen, die Rahmenbedingungen für diesen Ausbau der erneuerbaren Energien sind als Rahmen da, muss natürlich jetzt mit Leben gefüllt werden, wäre meine Einordnung. Dass wir mehr Erneuerbare brauchen, das ist völlig klar. Übrigens 80% Strom, ja, nicht Erneuerbare. Es geht hier erstmal nur um Strom. Und wenn wir damit einberechnen, dass wir elektromobil künftig unterwegs sein wollen, dass wir mit Wärmepumpen heizen wollen, etc. pp., der Stromverbrauch wird sich dramatisch der wird dramatisch zunehmen. Was ist denn die große Erneuerung
dieser Regierung? Was ist denn das große neue Projekt? An welcher Stelle kann man denn wirklich einen neuen Politikansatz sehen? Ich glaube, wir können eine Energiewende in Deutschland nur hinkriegen, wenn die Leute begeistert sind, wenn die begeistert dabei sind. Ich bin in Brandenburg zu Hause. Wir kriegen hier gerade 3 Windräder vor die Türe und es herrscht Krieg im Dorf. Also das Problem der Akzeptanz, das bleibt ja nach wie vor. Und deshalb wäre es zum Beispiel wichtig, den Leuten hier vor Ort eine Teilhabe anzubieten, zu sagen, okay, wenn ihr diesen Blick jetzt habt auf diese Windräder, die nachts blinken und einen Schatten werfen am Tag, dann sollt ihr dafür was in eurer Tasche haben. So was fehlt mir zum Beispiel komplett. Zu dieser Frage Windenergie und Akzeptanz würde ich komplett zustimmen, dass das da sichtbar sein muss. Das Gleiche gilt ja auch für zum Beispiel Solarstrom, dass quasi ich den Mieterstrom auch nutzen kann, der auf meinem Dach installiert wird, dass ich da einen Nutzen davon habe, sowohl Vermieter als auch MieterInnen. Da setze ich auch große Hoffnungen da rein. Wir haben als geplanten parlamentarischen Staatssekretär in dem Klima- und Wirtschaftsministerium Sven Giegold ist vorgeschlagen, der diese Frage der Bürgerenergie und der Gemeinwohlökonomie ja sehr stark mit geprägt hat. Und ich glaube auch, dass das wichtig wird und auch kommen wird und kommen muss, sowohl Kommunen als auch Privatmenschen an der Energiewende zu beteiligen. Weil da würde ich auch komplett zustimmen, dass das Ganze begeistern muss, dass ich sehen muss, nicht was wird mir weggenommen, wo muss ich mich einschränken, sondern was gewinne ich oder was gewinnen wir als Gesellschaft, was gewinne ich auch ganz persönlich davon. Ich glaube, die Erzählung von der großen Transformation, die ist gescheitert. Die Leute wollen sich nicht transformieren lassen. Mein Co-Autor Thorald Staud, der sagt immer, Klimaschutz ist Heimatschutz. Wenn du möchtest, dass unser schönes Leben so bleibt, wie es ist, dann musst du jetzt in Klimaschutz investieren. Du willst in den Wald gehen, weil dir Wald gut tut, dann musst du heute ein Tempolimit einführen. Das ist doch ganz klar. Unser Wald in Brandenburg, so wie wir ihn heute kennen, den wird es in 30 Jahren nicht mehr geben. Wir sehen heute schon in weiten Teilen Deutschlands stirbt die Fichte. Die Fichte ist ja eigentlich ein Baum aus dem Norden, der Kälte liebt und sehr durstig ist. Die Fichte ist großflächig am Absterben. Wir werden Mitte des Jahrhunderts in Deutschland nur noch ein paar sehr ausgewählten Standorten Fichten haben. Wir werden im Ostteil Brandenburgs nicht mehr so viel Niederschlag haben, dass die Buche überleben kann. Die Kiefernbestände, die sind heute schon stark in Mitleidenschaft gezogen. Und ich glaube, wenn wir diese Erzählweise ändern, die Perspektive ändern, dann können wir bei den Leuten auch eine gewisse Betroffenheit dafür und eine gewisse Sensibilität dafür schaffen, dass es eben bestimmte Notwendigkeiten gibt. Ja, genau. Also ich glaube, das eine ist quasi, wie man das rechtlich darstellt. Und da ist im Koalitionsvertrag ganz klar fixiert, dass Kommunen von Windenergieanlagen und auch von größeren Freiflächen-Solaranlagen finanziell angemessen profitieren können. Das ist der finanzielle Anreiz. Aber der zweite Anreiz ist ja zu gucken, bin ich motiviert, auch Veränderungen mitzugestalten, damit die Welt lebenswert bleibt. Und darauf bezieht sich auch eine Frage, die wir von ZuschauerInnen oder von einer ZuschauerIn bekommen haben. Da geht es auch darum, wie gehen wir damit um, dass es viele Menschen gibt, die weder ein Interesse noch einen Impuls haben, CO2-frei zu werden. Also das wird nicht als gemeinsames Projekt der Gesellschaft bis jetzt betrachtet, dass wir gemeinsam unser Leben oder das Leben in 30 Jahren so gestalten, dass es lebenswert ist. Also diese Motivationsfrage. Also unser Projekt war, den Klimawandel in unsere Wohnzimmer zu holen, den Leuten klarzumachen, wie radikal sich ihr Leben verändern wird. Es gibt so eine gefühlte Distanz zu diesem Thema. Und ich glaube, wer den Schlüssel findet, diese Distanz aufzubrechen, der, glaube ich, kriegt die Antwort hin, wie wir die Ignoranten ins Boot holen können. Ich glaube tatsächlich, das ist ja auch eine Frage, die sich KlimaforscherInnen viel gestellt haben. Und wir uns als PolitikerInnen und auch gerade wir als Grüne, vor allen Dingen auch nach diesem Wahlkampf, ehrlich gesagt, kommunizieren wir richtig. Also weil ich glaube, das ist ja auch sehr anschaulich in Ihrem Buch. Und ich glaube, gerade durch die Dürresommer oder ich
bin sehr gerne sehr viel im Harz unterwegs, wo er sehr, sehr sichtbar ist, wie sich jetzt quasi schon alles verändert hat. Also der sieht jetzt schon nicht mehr aus wie vor 10 Jahren, wird nie wieder mit den die dunklen Fichtenwäldern. Das funktioniert einfach klimatechnisch nicht mehr. Also das ist ja schon sehr sichtbar. Und auch gerade nach der Flutkatastrophe in diesem Sommer, direkt vor der Bundestagswahl, wo es ja im Ahrtal, sie sieht ja immer noch schlimmer aus, wenn man sich jetzt gerade die Bilder anguckt. Das ist ja alles sehr nah dran. Und ich glaube, zumindest gedanklich oder logisch denkend wissen alle, was auf uns zukommt. Also deswegen ist die große Frage, ich würde jetzt sagen, klar kommuniziert ist das Ganze, was uns droht und was wir jetzt schon haben. Aber würden Sie mir zustimmen, dass dieses, wie kriegen wir das hin, gemeinsam daran zu arbeiten, und es lohnt sich, daran zu arbeiten. Das ist ja auch das, was ich so großartig an Fridays for Future finde. Es lohnt sich, um jedes Zehntel Grad zu kämpfen, um dass sich die Erde nicht erwärmt, weil da eben jedes Zehntel Grad riesengroße Auswirkungen hat auf den Meeresspiegel, auf das Extremwetter, auf die Hitzeperioden. Wie kriegen wir das denn dann jetzt kommuniziert, zu sagen, das lohnt sich, was zu verändern? Ich glaube, das ganz große Problem sind die Lobbys, die nach wie vor mit partikularem Interesse uns erklären wollen, was geht und was nicht geht. Ich erinnere an eine Kampagne, das war 1995, eine Anzeigenkampagne von den deutschen Stromkonzernen, die damals behaupteten, mehr als 4% erneuerbare Energie, das geht rein technisch gar nicht in Deutschland. Ja? Und wenn wir uns solche Sachen heute wieder rausnehmen und mit den damals Verantwortlichen diskutieren, dann wird einfach klar, dass es um Verhinderung ging, dass es um die Verhinderung von Veränderung ging. Wir haben, glaube ich, die günstige Gelegenheit, auch mit einer neuen Regierung, auch mit einem neuen Projekt, von diesem Status quo wegzukommen. Und das meine ich eben, dass mir zu wenig neue Erzählweise in diesem Koalitionsvertrag drinne steckt. Meine Haltung zu dem Ganzen ist, es kommt darauf an, jetzt mit dem, was es gibt, den neuen politischen Rahmen, den es gibt, das jetzt daraus zu machen und zu sagen, okay, wir rennen jetzt erstmal los, endlich, weil bis jetzt war ja wirklich Stillstand, das war ja wirklich bleiernd, was da passiert ist und immer das gesagt wird, ja, wir müssen handeln, wir müssen handeln. Und ich glaube, der große Unterschied ist, dass jetzt tatsächlich Menschen in verantwortlichen Positionen sind in dieser Bundesregierung, die jetzt auch schnell und sofort handeln wollen. Und ich würde Ihnen zustimmen, wenn wir sagen, das ist noch nicht das Notwendige, was damit jetzt erreicht ist. Aber ich glaube, es ist einfacher, wenn man erstmal losgelaufen ist, dann schneller zu werden, als dann in 10 Jahren von 0 auf 200 springen zu müssen, weil wir jetzt die Chance haben, Erfolgsgeschichten auch tatsächlich aufzubauen und zu sagen, ja, geht. Und wir brauchen aber noch mehr. Und ich glaube, ein neues Instrument, was wichtig ist, dass es einen Spielraum geben wird für Investitionen. Auch wenn es die große Steuerreform nicht geben wird, ist ja klar, es wird massive Investitionen geben. Und auch wenn wir jetzt eben waren bei Lobby und bei Verhinderung, dass viele Unternehmerinnen auch erkannt haben, okay, wir müssen auch verändern, wir müssen investieren und wir haben jetzt dann vielleicht tatsächlich die Planungssicherheit, die wir brauchen, um jetzt den großen Wandel auch zu machen. Hier in Niedersachsen gucken wir uns da zum Beispiel vor allen Dingen auch die Stahlindustrie an. Wie gesagt, da stehen, wir müssen neue Anlagen sowieso bauen. Und wenn wir wissen, wir müssen das und das erreichen, dann ist das für uns Planungssicherheit, dass wir investieren. Leider hat das Ganze einen Haken. Wir reden hier nämlich über Physik. Ein Beispiel. Der grönländische Eisschild, der ist 3000 Meter hoch. Und jeder, der in die Berge geht, wandern geht, der nimmt sich einen warmen Pullover mit, weil er weiß, oben auf dem Berg ist es viel kühler als unten im Tal. Wenn dieser Eisschild anfängt abzuschmelzen, dann schmilzt der von oben nach unten in immer wärmere Schichten. Und es gab in diesem August in Nordostgrönland Temperaturen von 23,4 Grad Celsius. Da, wo es im Sommer sonst maximal etwas über Null ist, taut der grönländische Eisschild ab, steigt der Meeresspiegel weltweit um 7 Meter an. Das heißt, wir verändern heute die Erde, das Antlitz dieser Erde in einer Dramatik, dass es viele hundert Jahre lang Menschen geben wird, die zurückgucken auf diesen Koalitionsvertrag und sagen,
Was? Und die haben wirklich damals geglaubt, dass das angemessen ist? Ich meine, Angela Merkel hat es gestern beim Zapfenstreicher gesagt, wir müssen auf die Wissenschaft hören. Okay, macht mal, hört mal bitte auf die Wissenschaft. Und ich meine, da ist Angela Merkel beim Klimathema ja nun ein ja schon Bilderbuch-Klassiker. Sie ist Physikerin, sie ist Naturwissenschaftlerin, sie war Umweltministerin, sie weiß das alles und hat 16 Jahre lang Stillstand organisiert. Und das ist dann so, jetzt kann man sagen, okay, lass uns mal loslaufen. Aber ist das wirklich angemessen? Also ich würde zustimmen, dass ich sagen würde, mit dem Tempo, mit dem wir jetzt loslaufen, das ist nicht angemessen. Habe ich ja auch schon gesagt, dass wir definitiv der Meinung sind, noch ist es nötig, stärker noch zu handeln. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, vor allen Dingen erstmal loszulaufen. Wir sind als Wahlvolk nicht dadurch entlassen, dass wir unser Kreuz gemacht haben, sondern wir sind natürlich im Nachgang aufgefordert, dafür zu sorgen, dass wir auch mit einer Stimme, die wir zwischendrin einstreuen, den Leuten, die jetzt ins Parlament gewählt worden sind, den Rücken stärken, um unsere Interessen dort durchzusetzen. Also ich glaube, diese partizipative Form, Politik zu unterstützen, die ist total wichtig, weil dadurch klar wird, was eigentlich das Kollektiv, wir von unseren Politikern erwarten. Ich glaube, es werden sich alle Grünen, egal auf welcher politischen Ebene, sehr darüber freuen, wenn der Druck vielleicht sogar noch stärker wird, wenn uns aber dann vor allen Dingen nicht nur auf uns, sondern auch wenn diese Gespräche, die wir auch gerade führen, auch SPD und FDP führen, weil auch die haben diesen Koalitionsvertrag, unterstützen diesen Koalitionsvertrag, in dem drinsteht, oberste Priorität haben die Einhaltung der Klimaziele von Paris. Da fällt mir dann auch wieder die Corona-Krise ein. Da gibt es ja von Herrn Drosten diesen Ausspruch auch, there is no glory in prevention. Also alles, was wir verhindern, also was wir zum Beispiel durch Energiepolitik, durch Klimaschutz verhindern, wir sehen ja nur, um wie viel es dann nicht schlimmer geworden ist. Weil wir sehen ja nicht quasi, wie viele Fälle wir verhindert haben oder wie die Inzidenz zum Beispiel wäre, hätten wir gar nichts gemacht. Das ist ja die gleiche Schwierigkeit, vor der diese beiden Krisen stehen. Kann da eine grüne Außenministerin auch Anstöße liefern für diesen erfolgreichen Klimaschutz auf internationaler Ebene? Ich glaube, eine grüne Außenministerin kann nur dann wirklich grüne Klimaaußenpolitik machen, wenn die Hausaufgaben gemacht sind. Ich finde Klimaaußenpolitik extrem wichtig, weil dieses Problem, das ist jetzt irgendwo zwischen G20, G7 und diesen Weltklimakonferenzen verankert. Manchmal spielt es noch auf Sonntagsreden bei der UNO eine Rolle, aber im praktischen außenpolitischen Leben relativ selten. Und klar brauchen wir da neue Impulse. Ich wünschte, Annalena Baerbock könnte das geben, aber das geht definitiv nur, wenn wir zu Hause anders agieren. Was jetzt nochmal ganz klar geworden ist, natürlich bricht niemand, vor allen Dingen auch Grüne nicht und Sie auch nicht, in Jubelstürme aus, wenn man sich diesen Koalitionsvertrag anguckt. Das Ganze ist eher so, dass wir jetzt mindestens 4 Jahre erstmal harte Arbeit vor uns haben und, wie das dann so schön heißt, liefern müssen, zeigen müssen, was möglich ist. Und ich glaube, wenn man auch jetzt gerade nochmal auf das guckt, was Sie zuletzt gesagt haben, was die Jugend angeht, das ist ja die Zukunftsperspektive des Ganzen. Für die ist ja 2050 noch viel relevanter als für mich, wenn ich denn dann in Rente gehe. Wobei, wenn man alt ist, sind Klimaveränderungen, glaube ich, noch schwieriger, auch am persönlichen Leib zu ertragen, als wenn man noch jung ist. Aber noch jüngere Menschen müssen ja noch länger mit den neuen Gegebenheiten dann leben. Von daher würde ich sagen, geht es vor allen Dingen darum zu sagen, dass wir es hinkriegen müssen, zu motivieren, diese Zukunft so zu gestalten und auch zu erklären, dass das ein optimistisches Bild sein kann. Also dass dieses Bild der Freiheit, was sich ja alle wünschen, das dazu gehört, dass man eben auch jetzt Veränderungen in Gang setzt, die uns diese Freiheit erhält. Und wie gesagt, ich finde es auch gut, dass Sie diese Gespräche auch mit anderen führen, weil klar ist auch, niemand wird das Ganze alleine ändern können. Und die Zivilgesellschaft und auch der Wissenschaftsjournalismus sind ja wichtige AkteurInnen in diesem Gesamtgefüge des Handelns, des Kampfes gegen die Klimakrise.